Ein neues Clubheim in der Parzelle Mittelberg steckt derzeit mitten in der Planung. In Kooperation mit der Marktgemeinde Nenzing und der HTL Rankweil soll das Projekt in den nächsten Monaten diskutiert, geplant und umgesetzt werden. Erste Ideen und Anregungen wurden bereits auf das Blatt Papier gebracht. In einer Besprechung erste große Fragen beseitigt. Also erstens einmal ist es sehr schön, dass wir als Schule die Möglichkeit kriegen, ein Projekt wirklich zu bearbeiten, das dann auch tatsächlich gebaut werden soll. Und die jungen Leute haben den Zugang zuerst einmal sehr pragmatisch gewählt. Und mein Ansatz war der, dass sie als junge Menschen progressiv, kreativ, neu denkend sein sollen und sie sich einfach auch ausprobieren sollen, was möglich wäre in dem Zusammenhang. Bei diesem kleinen Projekt ist es ja noch viel einfacher, weil die Funktionen sehr offen sind. Also man hat sehr viele Möglichkeiten, wirklich auch Neues zu denken und Neues zu machen. Wir an der HTL weisen natürlich immer wieder auf Probleme beim Bauen hin. Das heißt, dass man das aus dem Grund nicht machen kann und aus jenem Grund nicht machen kann. Und da fangen die natürlich auch an zu hinterfragen. Wir denken einmal, lassen diese Hürden alle fallen und die Schranken gehen auf und wir machen jetzt einfach mal Dinge, die man vielleicht nicht im ersten Augenblick denken würde, weil eben das Projekt dafür so gut geeignet ist. Das soll also sein, dass nicht nur der Fußballer, was dort sind, die Vereine, sondern auch die Jugend die Möglichkeit kriegen, dort in den Räumlichkeiten sich wohlzufühlen. Und ja, das wird einfach eine spannende Sache dort, wo alle die noch mitschaffen. Wie viele Duschen soll das neue Bauprojekt haben und wie sieht es mit Aufenthaltsräumen und WC-Anlagen aus? Fragen, die an Seite des Bauleiters Edwin Gassner besprochen und diskutiert werden. Die jungen Köpfe sind dabei stark am Prozess beteiligt. Baubeginn ist für 2019 angesetzt. Das Zeitfenster ist klar festgelegt da. Der genaue Ablauf wüsste ich jetzt nicht, aber das kann man dem Blatt da feststellen. Also ich denke, nächstes Jahr wird die Bauphase beginnen mit den Zimmerleuten. Wir möchten noch keinen Druck auf die Schule ausüben, weil es ist so, dass es soll so sein, dass sie sich gestalten können, dass sie etwas machen können und dennoch das Ziel auch wirklich gut ist.